Es handelt sich in so einer Situation mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit um einen jungen Wolf, der seine ersten Kontakte mit Menschen macht und deswegen neugierig ist und deshalb wissen will, was bist du für einer? Dich kenne ich noch nicht, alle anderen Tiere des Waldes habe ich schon gesehen, dich nicht. Als ich noch mit meinen Eltern im Rudel unterwegs gewesen bin, haben wir uns von euch ferngehalten, deswegen hatte ich nie eine Chance, einen von euch mal näher anzugucken. So, und jetzt, was bist du für einer? Kann ich mit dir irgendwas anfangen oder nicht? Diese Neugierde ist durchaus eine bewährte Überlebensstrategie für viele, viele Wildtiere, insbesondere bei Prädatoren, sehr weit verbreitet, dass die sich gerne mal alles angucken, was im Wald halt so unterwegs ist, um es einzuordnen in neutral, Feind oder potenziell Futter, ne? Weil wir sprechen ja von Fleischfressern. Und im Regelfall dürfte da Mensch so irgendwas zwischen Feind und neutral bei rauskommen. Wölfe sind sehr vorsichtig. Wären sie es nicht, hätten sie nicht diese weltweite kosmopolitische Verbreitung erreicht, die sie haben, weil das wirklich der generalistische, das Superraubtier an Anführungszeichen ist, das sich an so ziemlich jeden Lebensraum anpassen kann. Ähnlich wie der Rotfuchs. Nur ist der Wolf halt eben die größere Version davon, sozusagen. Man kann das schon so vom Lebensraum her ein bisschen vergleichen. Und es sind ja auch beides Hundeartige und beide auch sehr intelligent. Es gibt halt einfach einen Größenunterschied, einen wesentlichen. Und der Fuchs weist nicht so eine charakteristische, ausschließliche Rudellebensweise auf. Füchse können auch einzelgängerisch unterwegs sein, auch wenn sie teilweise sehr wohl auch in Rudeln auftreten. Aber im Regelfall vielleicht doch überwiegend einzelgängerisch, zumindest in der freien Wildbahn, während der Wolf halt immer diese Rudelstrukturen hat und spezialisierter ist und vielleicht noch in noch extremeren Lebensräumen vorkommt als unser normaler Rotfuchs. Egal. Jedenfalls, wir haben jedenfalls jetzt die Situation, dass uns der Wolf gegenübersteht und da sind wir jetzt. So, was sollten wir jetzt nicht tun? Nicht sollten wir umdrehen, wegrennen und diesen hier machen. Oh, oh, bitte nicht. Weil dann geben wir ja dem Wolf zu verstehen, was er von Mama gelernt hat. Kind, wenn jemand wegrennt und so macht, dann kannst du ihn fressen. Und das wäre dann schlecht für uns. Na? Nicht unbedingt für den Wolf. Der freut sich, der ist dann satt. Wobei, ich weiß nicht, ob wir wirklich gesund sind mit all den Dingen, die wir so zu uns nehmen, so zivilisationsfuttertechnisch. Ne? Man sollte also auch, neben nicht wegrennen, nicht generell in Panik ausbrechen. Ah! Das könnte auch zu gewissen Irritationen beim Wolf führen. Ein gewisses ruhiges Verhalten, wo man sich gegenseitig anguckt und vielleicht seiner Begeisterung, die man da durchaus verspüren darf in diesem Moment, würde mir auch so gehen, dadurch Ausdruck verleiht, dass man mit dem Wolf irgendwas Interessantes erzählt oder auch nicht so Interessantes. Er versteht einen ja eh nicht. Wichtig ist allerdings der Tonfall, dass man da vielleicht einen doch eher freundlichen Tonfall anschlägt. Auch nicht unbedingt notwendig, aber sicherlich nicht schädlich wäre dann Babysprache so, ja Wolfili, ja hallo, ja irgendwie sowas in der Richtung, kann man machen, muss man nicht, auch ein, oh, hallo Wolf, würde vermutlich auch schon ausreichen, um zum Ausdruck zu bringen, dass man dem Wolf potenziell nicht feindlich gesonnen ist, auch wenn man ihn nicht gleich adoptieren und mit der Flasche säugen möchte. So, und im Interesse des Wildtiers und unserem eigenen wäre es dann sinnvoll, nachdem man kurz klargestellt hat, wer man ist und dass man den Wolf zur Kenntnis genommen hat, dass man sich dann langsam zurückzieht. Langsam zurückziehen bedeutet, man geht nach Möglichkeit sogar rückwärts, ganz gemütlich verlässt man das Gebiet des Aufeinandertreffens mit dem Wildtier. Das kann man eigentlich bei so ziemlich jedem Wildtier so machen, das funktioniert meistens. Und das ist so die generelle Verhaltensweise bei solchen Begegnungen mit Wildtier. Und das läuft tatsächlich eben so ab. Also für diejenigen, die das noch nicht erlebt haben, die klassische Begegnung mit egal welchem Wildtier, das nicht sofort flüchtet, ist, das Tier steht irgendwo, man steht woanders, man guckt sich an und weiß nicht, was soll ich jetzt tun. Ne? Hatte ich schon oft mit Wildschweinen, Rehen, Marder. Leider hauen Füchse immer ab, natürlich auch noch nicht mit einem Wolf und generell einfach nicht mit einem Tier, was mir potenziell gefährlich sein könnte, aber ich hoffe, dass es dazu vielleicht nochmal irgendwann kommt. Also ich hätte schon Lust, mal einen zu treffen. Gut,
Das sollte nicht übrigens über dieses kurze Begegnung und man sieht sich dann zurück hinausgehen, das Treffen mit einem Wolf. Nähere Bekanntschaft muss ich dann auch nicht unbedingt mit dem machen, aber so ein Treffen hätte ich schon mal Lust. Wenn man sich dann zurückzieht und einfach so quasi Desinteresse vortäuscht, so nach dem Motto, ja, du bist auch nur so ein anderes Tier im Wald, mit dir brauche ich nichts zu tun haben. So wie beim Wildschwein sage ich immer eine Kuh, weil ein Wildschwein kann mit einer Kuh nichts anfangen, außer dass die halt auch da ist und da auf der Wiese rumsteht. Im Fall vom Wolf ist das so eine Sache, weil ja noch nicht ganz abschließend geklärt ist, ob der sich nicht vielleicht auch mal irgend so eine olle Kuh möglicherweise holen könnte, sofern es so eine totale Weichei-Kuh ist, so ohne Hörner, ohne entsprechende Bewaffnung, um den Wolf eben entsprechend fernzuhalten. In Highland Cattle wird der nicht überfallen mit diesen Hörnern. Das nicht, aber so eine Hochleistungsmilchkuh, die nichts kann, außer Milch geben, ist noch nicht ganz abschließend geklärt, ob der nicht vielleicht doch auf so eine Idee mal kommen könnte oder schon gewesen ist. Man munkelt, aber man weiß es nicht so hundertprozentig, ist schwer zu sagen. Ein Kamel zum Beispiel, das Waldkamel. Ne? Also eine Begegnung mit Mensch und Wolf ist wie wenn der Wolf das Waldkamel trifft. Es gibt kein Waldkamel für diejenigen, die mir den Quatsch jetzt glauben. Desinteresse vortäuschen, zurückziehen. Der Wolf wird wahrscheinlich da hocken bleiben, wo er ist, oder sich auch zurückziehen oder in eine andere Richtung weiterlaufen. Und dann hat sich die Situation auch schon erledigt. Kann auch sein, dass er nach einem kurzen Beobachten von uns dann einfach davon rennt. Und wirklich flüchtet, weil es ihm doch nicht geheuer ist und der ein bisschen Angst kriegt. Auch das wäre vorstellbar. Was aber so rum funktioniert, dass der Wolf wegrennt. Es funktioniert nicht so rum, dass wir wegrennen. Das geht eben nicht. Und das ist das eine wesentliche Ding, was man bei einer flüchtigen Begegnung zwischen Wolf und Mensch wirklich auf keinen Fall tun darf. Wegrennen. Am besten noch. Das wäre wirklich fatal. Gut, wir ziehen uns also gemütlich zurück und jetzt kommen wir zur Situation Nummer 4. Der Wolf folgt uns und jetzt wird es komplizierter und deswegen mache ich mal kurz einen Schnitt. Generell, wir gehen ja rückwärts, wenn er uns folgt. Also sehen wir das auch oder nehmen das in irgendeiner Form wahr und hören es rascheln und dann taucht er hin und wieder mal zwischen den Bäumchen, zwischen den Grasbüscheln, wo immer wir uns jetzt gerade befinden, taucht er auf. So, jetzt ziehen wir uns als erstes mal weiter zurück. Und zwar, wenn wir uns auskennen im Gelände, in eine Richtung, wo wir einen guten Überblick haben. Oder alternativ irgendwo hin, wo wir wissen, okay, da gibt es einen Baum, auf den man klettern kann. Bäume, auf die man klettern kann, sind ja jetzt eher selten in so einem durchschnittlichen, normalen Hochwald. Aber vielleicht kennt man ja zufällig einen. Oder man weiß, da hinten steht ein Hochsitz, dann gehe ich da hin und kletter da hoch. Das sind immer so Möglichkeiten, da ist die Situation schon entschärft. Wir ziehen uns langsam zurück, Wolf folgt uns, dann gehen wir irgendwo hin, wo er nicht hin kann und das Problem ist gelöst. Dann kann man gegebenenfalls von da oben, falls man zum Beispiel auf dem Hochsitz hockt, Feuerwehr, Polizei, Großmutter rufen. Großmutter ist immer eine gute Idee, wenn man vom bösen Wolf bedroht wird. Irgendwen. Sobald eine größere Gruppe Menschen, und seien es auch nur zwei, da angelatscht kommt, wird der Wolf feststellen, oh, jetzt kommt ein ganzes Rudel von denen. Ich suche mal lieber das Weite. Selbst falls er dann tatsächlich noch da in der Nähe sich aufhalten sollte, wo er halt nicht hinkommt und einen beobachtet, weil er halt einfach neugierig ist. Dass er einem folgt, ist per se noch kein aggressives Verhalten, sondern erstmal ein auffälliges Verhalten. Und da müssen wir auch wirklich unterscheiden, erstmal nur auffällig. So, haben wir die Möglichkeit nicht oder wissen nicht, ob wir die Möglichkeit haben, uns irgendwo demnächst in Sicherheit zu bringen, dann müssen wir uns nach Möglichkeit zumindest grob in Richtung offenes Gelände orientieren, irgendwo, wo man die Situation gut überblicken kann, wo man den Wolf gut sieht, wo er sich nicht groß verstecken kann und versteckt an einen möglicherweise sogar noch anschleichen könnte, was ja bei Waldwölfen deren bevorzugte Jagdstrategie wäre. Also da ihn mal nicht auf dumme Ideen kommen lassen, würde ich dann einfach empfehlen wollen. Vielleicht auf irgendeine Wiese, eine Waldlichtung, auf die Vorstraße selber, irgendwie sowas in der Richtung. In diese Richtung unterwegs sein. So, weiß man jetzt, man kommt nicht da hinten irgendwie auf den Hochsitz oder auf den Baum, dann kann man unterwegs, und das wäre eine generell gute Idee, einfach mal einen schönen großen Stock aufheben. Das hier ist zum Beispiel relativ lächerlich. Das hier wäre von der Größe her erstmal nicht schlecht, ist aber total morsch.
Es ist also gar nicht so einfach, will ich damit ausdrücken, einen geeigneten Stock mal eben so am Waldboden zu finden, weil das meiste, was da rumliegt, kannst du halt vergessen. Ist ungefähr so gefährlich wie Fausthiebe. Da sind die noch effizienter. Deswegen heb halt einen Stock auf und verteidige dich damit. Ist leicht gesagt, aber gar nicht so einfach in der Praxis umzusetzen. Solche Tipps kommen dann von Leuten, die offensichtlich nicht allzu viel im Wald sind. Einen richtig stabilen Stock, der eine Waffeneigenschaft hat, den man wirklich so richtig schön als Knüppel zum Niederknüppeln von allem Möglichen verwenden kann, den findet man ganz selten mal am Waldboden. Ganz, ganz selten. Im Regelfall wird man sich den irgendwo abschneiden müssen und oder abbrechen können, und dass man das wirklich einfach mal so eben abbrechen kann und dann auch, wenn der Wolf nebendran steht, eher unwahrscheinlich. Da hat man aber auch keine Zeit, die Säge rauszuholen und da ein bisschen rumzusägen. Deswegen sollte man tatsächlich irgendwo an einen geeigneten Stock drankommen, der eine gewisse Qualifikation zur Abwehr von wilden Tieren hat. Dann ist gut. Sollte man da keinen finden, dann sollte man sich nicht allzu sehr wundern. Das wäre auch irgendwie wirklich eher unrealistisch, dass man sowas findet. Aber falls man es findet, dann kann man es aufheben. Was man alternativ noch aufheben kann, wären Steine oder irgendwas anderes zum Werfen. Hier zum Beispiel habe ich tatsächlich einen halbwegs geeigneten Ast, den man als Wurfstock verwenden könnte. Ne? Wenn man also während dem dann zurückweicht, das eine oder andere derart aufsammelt, was man dann einfach nach dem Wolf schmeißen kann, um den dann gegebenenfalls später zu vertreiben. Das ist also die andere Sache. Hat man tatsächlich in irgendeiner Form eine Waffe gefunden, dann kann man ab dem Moment, wo man einigermaßen bewaffnet ist, vielleicht hatte man auch schon vorher was dabei, dazu kommen wir gleich noch, durchaus auch anfangen, ein bisschen Drohgebärde zu machen, beziehungsweise einschüchtern zu wirken. Also irgendwie besagte Waffe mal hochzuheben und diesen hier zu machen und darauf hinzuweisen, was für ein großes Tier man doch eigentlich ist. Bringt insbesondere dann was, wenn man tatsächlich ein großes Tier ist. Also ich bin mir sicher, dass es einen Unterschied machen wird, ob man jetzt eine 1,60 Frau ist oder ein 1,90 Mann oder gar ein 2 Meter Mann oder sonst was. Das wird der Wolf auch zur Kenntnis nehmen, die Gesamtmasse des Tiers, was einem da gegenübersteht. Und vielleicht ist er ja sogar so schlau und rechnet da mal so ein bisschen gegen. So, ich bin Wolf, ich wiege jetzt in Deutschland als strammer Rüde in den besten Jahren, was wiege ich? 40, 50 Kilo. So ein richtig ordentlicher. Ne? Der da drüben, der wiegt 120. Weiß ich nicht, ob ich mich mit dem anlegen möchte. Oder alternativ stellt er fest, das kleine Männchen da, das wiegt ja ungefähr genauso viel wie ich und sieht nicht besonders gefährlich aus. Also das wird wahrscheinlich schon eine gewisse Rolle spielen, was für ein Typus Mensch man da in dieser Situation dann ist. Man sollte rufen, durchaus jetzt laut auf sich aufmerksam machen, wenn man entsprechend bewaffnet ist und versucht, den Wolf zu vertreiben, weil es wäre jetzt schon an diesem Punkt eine gute Idee, darauf hinzuweisen, dass man potenziell gefährlich ist und für den Wolf jetzt nicht gefundenes Fressen. Weil man muss sich gegenteilig von dem verhalten, was Beute tun würde. Beute würde entsprechend wegrennen, wenn sie den Wolf sieht. Wenn der Wolf sich nähert, dann rennt sie erst recht weg. Und da wir das nicht tun, sind wir schon mal keine Beute, sondern wir gehen sogar aggressiv gegen ihn vor und sind potenziell sogar ein Feind. Man sollte es mit der Aggressivität allerdings zu diesem Zeitpunkt noch nicht übertreiben. Er folgt uns ja bloß erstmal. Er wirkt noch nicht aggressiv. Falls das doch schon so Fall sein sollte, dann wären wir eine Stufe weiter. Dazu kommen wir gleich. Und deswegen drohen, groß machen, möglicherweise schon laut mit dem Wolf sprechen, aber auch noch nicht völlig ausrasten und mit dem Stock auf den Boden klopfen und hier einen auf Gorilla machen oder sonst was. Das wäre vielleicht auch noch zu früh, aber schon klar machen, dass wir nicht möchten, dass er uns folgt. Das versteht der dann schon. Wölfe sind hochintelligent. Die Situation ist dann wirklich relativ einfach kommunikativ. Der folgt uns, das weiß er. Er weiß, dass wir das wissen und wir reagieren abweisend. So, nach dem Motto, Wolf, nicht gut, verzieh dich, wollen wir nicht, dass du uns folgst. Also, dass du mir folgst natürlich. Falls es dazu kommt, können wir ziemlich sicher sein,
ziemlich, nicht sehr, aber ziemlich immerhin, dass es sich möglicherweise um einen Wolf handelt, der mal gefüttert wurde, der schon bereits Menschen kennt und positive Erfahrungen mit Menschen gemacht hat, weil vielleicht auch irgendein Naturfreund eine Stunde mit ihm im Wald gesessen ist und sich mit ihm unterhalten hat. So auf Du und Du mit dem Wolf. Und hat festgestellt, okay, Mensch, hockt da, tut nichts, macht komische Geräusche. Ich guck mal, ob der Mensch das auch so macht. Irgendwie sowas wäre vorstellbar. Im schlimmsten Fall ist es ein Wolf, der sich uns nähert, aktiv, weil er denkt, er kriegt was zu fressen, weil er schon mal gefüttert wurde. Fälle, in denen man bisher Wölfe entnommen hat, das waren meistens so Situationen, wo der Wolf dann mal gefüttert wurde und dann ein entsprechendes Aktiv. Ich komme in die Nähe der Menschen, weil da gibt es quasi Essen nachgeworfen, Verhalten eben entsprechend gezeigt hat. Das kann also durchaus sein, dass in diesem Stadium es ein solcher Wolf ist. Das ist nicht ganz unrealistisch. Ja, der geht jetzt immer noch nicht weg. Wir haben ein bisschen rumgefuchtelt mit unserem Stock, wenn wir einen gefunden haben oder andere Waffe, die wir möglicherweise dabei haben. Wie gesagt, dazu kommen wir gleich noch. Wolf geht nicht weg und wir haben aber was zum Werfen gefunden. Dann können wir jetzt anfangen, ihn mit diversem Zeug zu bewerfen. Das steht auch so in der hochoffiziellen Wolf-Vertreibe-Ordnung der verschiedenen Landratsämter. Und normalerweise sollte ihm das dann auch schon reichen. Allein die Tatsache, dass wir mit Dingen werfen können, ist dem suspekt. Das kann er nämlich nicht. Und demzufolge sollte das wirklich eigentlich schon reichen. Das sind sehr, 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 sehr vorsichtige Tiere. Die Chance also, dass es nochmal eine Stufe weitergeht und er jetzt noch nicht flüchtet oder zumindest zurückbleibt und wir uns in Ruhe entfernen können, sehr, 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 sehr unrealistisch. Nachweislich in Deutschland so. Ja, das ist schon vorgekommen, dass er sich nicht vertreiben ließ, der Wolf. Was allerdings auch noch nicht vorgekommen ist, ist, dass er dann wirklich aggressiv geworden ist. Es gab schon Fälle, da wurden Leute wirklich schon weit vom Wolf verfolgt. Auch historisch wurde das immer mal wieder berichtet. Das ist also vor allem gar nicht so untypisches Verhalten für Wölfe, dass sie dann einen Mensch mal über längere Strecken auch verfolgen. Aber aggressiv, richtiges aggressives Verhalten hat noch nie einer gezeigt. Bisher in Deutschland. Aber wir gehen jetzt davon aus, dass sich der Wolf zurückzieht und damit ist die Situation geklärt auf Stufe 4 und wir können unserer Wege gehen und der Wolf geht auch seiner Wege. Wenn nicht, dann kommt es zu Stufe 5. Stufe 5 ist das eben beschriebene, der Wolf zieht sich zwar nicht zurück, wirkt aber auch immer noch nicht aggressiv, auch nicht über einen längeren Zeitraum. Lässt sich nicht vertreiben, aber wird auch nicht, kommt auch nicht näher oder irgendwie oder hält seinen Abstand, geht aber auch nicht weg. So, das heißt, wir haben jetzt Zeit, uns entsprechend zurückzuziehen, wohin, wo wir in Sicherheit sind, wenn das möglich ist. Wenn das nicht möglich ist, dann können wir auch irgendwo bleiben, wo wir sind, den Abstand zum Wolf einhalten, jetzt in Ruhe mal das Handy benutzen und einfach Leute rufen, die dann kommen, um den Wolf eben entsprechend zu vertreiben. Dieses Auflauerverhalten, dieses in der Nähe bleiben und beobachten, ist auch relativ arttypisch eben entsprechend für Wölfe und wurde in manch einer Situation dann schon mal ein bisschen beschrieben. Also es ist schon so oft vorgekommen, dass man schon vermuten kann, dass das typisch ist. Vermuten. Wissen nicht. Hilfe gerufen, Hilfe kommt, Wolf haut ab, Thema erledigt. Wenn Hilferufen nicht möglich, weil zum Beispiel kein Handyempfang oder keiner da, den man rufen könnte, auch nicht die Polizei, warum auch immer, oder man hat kein Handy dabei oder was auch immer, dann könnte man noch versuchen, sich ganz langsam wirklich vollständig bis ins Dorf zurückzuziehen. Irgendwo muss man ja hergekommen sein, irgendwo muss man sein Auto geparkt haben, irgendeine Möglichkeit, sich zurückzuziehen, muss es geben und der Wolf folgt einem von mir aus die ganze Zeit, aber mehr kann dann ja auch nicht passieren. Sollte man meinen, ne? Aber zumindest kann man dann das versuchen. Während man das versucht und es klappt, dann ist die Sache erledigt. Während man das aber versucht und es klappt nicht und der Wolf beginnt irgendwann doch aggressiv zu wirken, was nicht wahrscheinlich ist. Warum sollte er jetzt plötzlich auf einmal damit anfangen, ohne einen besonderen Anlass? Die Situation hat sich für ihn hier nicht geändert. Aber potenziell wäre das möglich, dass es jetzt irgendwie einem unheimlich wird. Oder man hält es nicht mehr aus, nervositätstechnisch, oder man kriegt es an den Nerven. Dann kann man jetzt erweiterte Gegenmaßnahmen vielleicht in Angriff nehmen. So, und jetzt wären wir bei dem Thema Bewaffnung. Ne? Bisher haben wir ja bloß einen Stock aufgehoben. Vielleicht waren wir aber so schlau
und haben ja, bevor wir ins Wolfsgebiet gegangen sind, weil wir ja wissen, es ist ein Wolfsgebiet, gegebenenfalls schon was dabei, um uns bei einer potenziell möglichen Wolfsbegegnung verteidigen zu können. Ne? Das heißt, wir haben schon einen Wanderstock dabei, weil auf dem Waldboden findet man ja nichts Gescheites. Zum Beispiel so einen richtig schönen großen Stecken. Das wäre schon mal eine ganz gute Sache. Wirklich. Ganz gute Sache. Hilft auch wirklich, falls der angreifen sollte. Vielleicht haben wir einen taktischen Regenschirm. Kennt ihr taktische Regenschirme? Das ist so ein unzerstörbarer Regenschirm, den man quasi auch als Schlagstock verwenden kann oder ähnliches. Möglicherweise. Vielleicht haben wir ein Messer. Besser als nichts. Vielleicht haben wir sogar Pfefferspray. Ne? Das ist ja zuallererst mal zur Hundeabwehr gedacht. Und was ist ein Wolf rein biologisch gesehen? Von der Morphologie her doch sehr nah am Hund, ne? Beziehungsweise der Hund sehr nah am Wolf, so rum selbstverständlich. Das heißt, mit Pfefferspray, da hat man schon gute Chancen, dass der da sehr unangenehm darauf reagieren wird. Also für ihn unangenehm. Je nachdem, wie nah der Wolf uns schon gekommen ist, der wird jetzt nicht so nah sein, dass man den mit so einem Wölkchen von Pfefferspray trifft. Nicht bevor er angreift. Vorher kommt er einem nicht so nah. Deswegen würde ich Pfefferspray... Ja, es ist effizient, wenn man damit trifft, ne? Aber wenn der so nah ist, dass das Sinn macht, dann hat man definitiv schon ein Problem. Es wäre also schön, was zu haben, mit dem man den Wolf los wird, bevor er einem so nahe kommt. So, und dann kommt jetzt noch die Sache mit dem Feuer ins Spiel, weil sämtliche Tiere, insbesondere Säugetiere und solche, die nicht super, super ultra mobil sind, also wie Vögel beispielsweise, die haben es überhaupt nicht gern, wenn irgendwo was anfängt zu brennen. Weil das könnte eskalieren und dann machen die sich vom Acker. So ziemlich jedes halbwegs intelligente Tier hat eine natürliche Scheu und natürliche Angst vor Feuer und wird sich dann vom Acker machen. So, das heißt, man könnte zum Beispiel Böller dabei haben, ne, vom letzten Silvester. Zündet man einen an, schmeißt den vor sich, peng. Wolf weg, ist anzunehmen. Ne? Der Geruch in Kombination mit dem Knall könnte funktionieren. Vielleicht hat man auch ein paar davon dabei, dann schmeißt man halt ein paar. Man hat ja Zeit. Der Wolf wird nicht aggressiver, aber verfolgt einen halt weiter. Man will ihn irgendwie loswerden. Potenziell könnte man sogar anfangen, falls man irgendwelchen Superzunder dabei hat, ein richtiges Lagerfeuer zu machen. Dann macht er sich auch aus dem Staub, wenn die Flammen immer höher werden. Haken bei der ganzen Feuersache ist natürlich, dass man das natürlich möglichst so machen sollte, ohne den Wald anzuzünden. Dann gibt es noch solche Seenotrettungsfackeln, die habe ich auch bei den Wildschweinen erwähnt, solche Magnesiumfackeln, wo man vorne den Kopf abzieht, die sind meistens orange und dann kommt da so ein roter Feuerstrahl raus und damit kann man dann das Ding schwenkenderweise auf den Wolf losgehen. Dass der sich dann aus dem Staub macht, da bin ich persönlich sehr, sehr, sehr von überzeugt. Wenn man sowas dabei hat. Die allermeisten von uns werden, auch wenn sie sich jetzt vielleicht denken, ja, könnte man ja eigentlich im Rucksack mit sich rumtragen, doch meistens nicht damit rumrennen. Ich kann es mir nicht vorstellen. Aber nachdem da bei der Wildschweingeschichte, wo ich auch diese Fackeln mal erwähnt habe, jede Menge Kritik kam, ja, aber dann ist der Wald am Abbrennen und so weiter. Diese Seenotfackeln haben die wunderbare Eigenschaft, dass man sie in der Hand behalten kann. Und man kann damit schwenken. Sprich, man ist selbst das Feuer. Das ist noch effizienter, als das Ding zu werfen. Dann wirft man das Feuer weg. Dann ist das Feuer hier und man ist da drüben und der Wolf ist auf der anderen Seite. Dann geht er ums Feuer rum und frisst ein. Nicht sehr realistisch, aber potenziell vorstellbar. Gerade eben die Tatsache, dass man dieses Ding in der Hand behalten kann, ist ja ein Vorteil. Man sollte es also dann nach Möglichkeit schaffen, mit diesem Ding möglicherweise vielleicht sogar auf den Wolf zuzugehen, als deutlich aggressive Handlung und der kriegt total Panik. Was ist denn jetzt los? Der Typ brennt. Ich hau lieber ab. Ne? Irgend sowas in der Richtung, meiner Meinung nach, durchaus realistisch. Und wie gesagt, diese Fackel, die brennt 30, 45 Sekunden, irgendwas dazwischen. Halt nicht während sie brennt wegschmeißen, sondern halt warten, bis sie ausgeht. Und die Chance, dass man dann den Wald abfackelt, ich denke mal, die ist überschaubar. Sie ist gegeben. Ja, es wäre möglich, dass man in dem Moment auf die Fresse fliegt und dann in den nächsten Laubhaufen diese Fackel reinsteckt und dann brennt der Wald tatsächlich ab. Ja, aber bleiben wir mal auf dem Teppich. Außerdem, solche Wolfsbegegnungen, wo das notwendig werden sollte, die sind schon unglaublich unrealistisch. Dass man dann noch auf die Fresse fliegt und den Wald anzündet, während man mit so einer Fackel hantiert, ja, da glaubt man auch an den Haggis in solchen Situationen. Ne? Den Haggis kennt ihr, das ist dieses
interessante Tier in Schottland. Das habe ich auch mal ein Video zu gemacht. Wenn ich dran denke, verlinke ich es. Wahrscheinlich denke ich nicht dran. Aber generell haben wir in einer, Wolf sieht nicht so aus, als würde er jeden Moment angreifen, Situation aber uns folgen, einfach Zeit, uns vorzubereiten auf einen potenziell möglichen Angriff. Wir können schon mal unser Taschenmesser rausnehmen. In der einen Hand Stock, in der anderen Hand Taschenmesser, wenn wir jetzt nichts Feuermäßiges dabei haben. Wir können natürlich auch noch mit unserem Stock in der einen Hand und unserer Fackel in der anderen Hand dann dem Wolf entgegengehen. Wirklich eindeutig klar machen, ich bin hier der Stärkere und du haust jetzt gefälligst ab. Es ist einfach wichtig, dass der Wolf nicht über einen langen Zeitraum uns gemütlich hinterher dackeln kann, auch wenn es wahrscheinlich ist, dass dann trotzdem nichts passiert, weil irgendwann lernt er ja, okay, der kann nichts tun. Der flüchtet letztendlich auch vor mir. Der flüchtet zwar sehr langsam, der zieht sich immer weiter zurück, aber tun kann der nichts. Wenn der sich verteidigen könnte, dann hätte er es jetzt langsam angefangen. Und da passiert aber nichts. Also kann ich ihn vielleicht doch fressen. Auch sowas wäre potenziell möglich. Deswegen würde ich, wenn ich über einen längeren Zeitraum vom Wolf verfolgt werde und die Möglichkeit habe, mich zu verteidigen, weil einigermaßen Bewaffnung eben da ist, Feuer, Pfefferspray, Stock, Speer. Also Stock meint immer, die Idealform eines Stocks zur Wolfsabwehr wäre tatsächlich wirklich ein langes Ding, speerartig, nach Möglichkeit vielleicht sogar wirklich noch mit Spitze, weil wenn er angesprungen kommt, kann man ihm das genau entgegenhalten und dann springt er da quasi rein. Und das weiß der auch. Und dass das eine effiziente Abwehrmöglichkeit ist gegen Beutegreifer, die jemandem an die Kehle springen können wollen, weiß man zum Beispiel von Tieren, die sie nicht gerne angreifen, wie ein Hirsch mit Geweih, ne? Aua, aua, tut weh, eine Kuh mit Hörnern, aua, aua, tut weh, einen langen, spitzen Gegenstand vor sich haben und damit auf den Wolf zielen, wenn er einem entgegenspringt, ist die beste Methode, in irgendeiner Form im Nahkampf gegen einen Wolf bestehen zu können. Blöd halt nur, dass man im Regelfall halt keinen Speer dabei haben wird. Aber potenziell wäre das schon eine gute Sache. Man kann sich auch Speerdepots im Wald anlegen, dass man überall im Wald Speere versteckt und sobald ein Wolf kommt, geht man zum nächsten Speer und dann geht man auf den Wolf los und macht sich Wolfschnitzel. Nicht sehr realistisch, nein, nein, aber ein bisschen Spaß muss sein. Bin ich jetzt zu Eskalationsstufe 6 übergegangen. Das wäre dann die Tatsache, dass das Viech tatsächlich angreift. Super, super, super unrealistisch, ja? Nur, dass das nochmal klar ist. Es ist in 10 Jahren, die der Wolf jetzt in Deutschland ist, sogar ein bisschen länger, glaube ich, inzwischen, noch nie vorgekommen, dass es in irgendeiner Form ein aggressives Verhalten eines Wolfs gegenüber einem Menschen, direkt einem Menschen, gegeben hat, ne? Also ist echt nicht wahrscheinlich. Es kommt generell weltweit super selten vor. Auch in Gebieten, wo der Wolf schon ewig lange lebt, zum Beispiel Osteuropa. Auch kaum zu beobachten. Wirklich ganz, ganz, ganz seltene Ausnahmefälle, wo es mal zu so einem aggressiven Zusammenstoß kommt. Wir haben da alle so ein bisschen Angst vor. Teilweise ist es eher irrationale Panik, dass das mal sein könnte. Es ist aber wirklich, wirklich, wirklich nicht realistisch. Aber auch nicht 100% ausschließbar, 99,99% vielleicht ausschließbar, aber es ist nicht unmöglich, aus welchem Grund auch immer, vielleicht fühlt er sich aus irgendwelchen Gründen provoziert, man kann halt eben diesen Wolf nicht 100% überblicken, durchblicken und weiß nicht genau, was in dem seinem Kopf vorgeht, der denkt sehr wohl, ne? Also gerade Wölfe sind hochintelligente Tiere, darf man wirklich nicht unterschätzen, aber vielleicht hat er irgendeinen Grund. Warum auch immer. Und jetzt greift er doch an. So, was machen wir jetzt? Haben wir einen Speer, wie schon gesagt. Speer. Das ist jetzt ein Miniaturspeer. Quasi auf den Wolf zielen. Ne? Also schön nach hinten absichern. Möglichst langes Ding. Darf gerne 2 Meter lang sein. Darf auch 2,50 Meter lang sein. Und schön direkt auf den Wolf zielen. Wir befinden uns ja im Idealfall in einer übersichtlichen Umgebung, wo wir den Wolf kommen sehen. Der kann sich nicht verstecken. Der kann nicht hinten irgendwo aus dem Gebüsch rausbrechen, von hinten kommen oder sonst wie. Sondern wir sehen ihn sich nähern. Selbst wenn der super schnell angerannt kommt, und das wird er, haben wir die Möglichkeit, eben dadurch, dass wir schon die ganze Zeit mit diesem Speer auf ihn zielen, dass er da hoffentlich dann einigermaßen reinrennt. Selbst wenn es nur ein normaler Stock ist, der nicht spitz ist, tut das weh. Das reicht dann hoffentlich schon.
wenn der jetzt nicht gerade Tollwut hat, was ja potenziell auch noch eine Möglichkeit wäre, unglaublich unrealistisch, noch viel unrealistischer als alles andere. Aber wenn das nicht gerade der Fall ist, dann reicht ihm das vermutlich, dass er sich da gerade wehgetan hat, und zwar hoffentlich ordentlich, dass er sich dann auch schon wieder zurückzieht. Weil der kann es nicht riskieren, ernsthaft verletzt zu werden, weil dann kann er nicht mehr überleben. Eine Verletzung ist für ein Wildtier gleichbedeutend mit Tod, und das wissen die auch. Nur wirkliche winzige Kleinigkeiten heilen so sehr wieder ab, dass die danach ein ganz normales Leben weiterführen können und weiterhin auf die Jagd gehen können. Jedes halbwegs ernste, gebrochener Knochen oder sonst wie, ist ein absolutes Todesurteil. Damit kann man nicht jagen gehen, das heißt, man muss verhungern. Bob. Ist in der Natur so, und deswegen wissen die das auch. Und deswegen werden die den Teufel tun, zu riskieren, sich dann nennenswert zu verletzen. Also die Variante Speer, tatsächlich wahrscheinlich das erfolgsversprechendste, wenn man irgendeine Nahkampfwaffe gegen einen Wolf einsetzen möchte und an die Auswahl hat, dann sollte man vermutlich auf einen Speer zurückgreifen. Ich möchte eher abraten von einem Knüppel im Stil von, jetzt brauche ich doch mal einen, ja, nehmen wir einfach mal sowas hier, ne? Der ist natürlich viel zu klein. Denkt euch das jetzt groß und massiv und super stabil. Also irgendwas Kurzes, mit dem man dann hauen müsste. Das wäre höchstens eine Waffe dritter Wahl, weil das Problem ist, wenn man damit haut, dann muss man auch treffen. Und wenn der Wolf super schnell angerannt kommt, weiß ich nicht. Und selbst wenn man ihn dann trifft, während er schon auf einen zufliegt, um einem an die Kehle zu gehen, was er nämlich tun wird, unrealistisch. Also, dass man den da wirklich trifft und dass ihn das aufhält. Man muss ihn hier so treffen, dass er dann dass er aus der Flugbahn sozusagen gerät, dass der komplette Angriff unterbunden wird und einem nach Möglichkeit dann nichts passiert. Damit sind wir beim Thema, wenn der Wolf angreift, wie greift er an? Ja, wahrscheinlich wird er wirklich auf uns zustürmen. Er ist intelligent genug rauszufinden, wo bei uns selbst als Zweibeiner der Hals sitzt. Und den reißt er einem dann normalerweise raus. Das macht er auch bei sämtlichen anderen Beutetieren. Es gibt da noch so ein altes Gerücht. Der Wolf würde seine Beute total zerfleischen und würde von hinten erstmal hier reinbeißen und da reinbeißen und so weiter und so fort. Das stammt auch wieder aus der Zeit, als man Wölfe beobachtet hat, die im Rudel viel größere Tiere als sie selbst erlegt haben. Da geht das nicht anders. Da müssen sie erstmal drei hinten an der Flanke hängen, dann kommt erst der vierte von vorne und das geschwächte Tier und geht dem dann erst an die Kehle. Gerade wenn es zum Beispiel ein Elch ist, männlicher, mit Geweih, da kannst du nicht einfach angerannt kommen, dem an die Kehle springen, dann ist der tot. Er nimmt Geweih runter, dann springst du da rein, dann bist du tot oder zumindest schwer verletzt. Also Wölfe sind nicht so dämlich. Und daher kommt dieses Gerücht, sie werden erst hier reinbeißen und da reinbeißen und sich dahin hängen und das Opfer nach und nach zerfleischen, bevor sie dann einen Tötungsbiss anbringen. Der europäische Waldwolf, der macht das nicht. Der springt genau wie ein Luchs, genau wie eine Wildkatze, wenn sie mal was Größeres fängt, was sie so gut wie nie tut. Aber oder auch theoretisch ein Fuchs, wenn er mal wirklich einen Kanickel erlegt oder sowas. Der springt denen an die Kehle und dann hat er sie tot. Der Wolf kommt also aus dem Gebüsch, springt dem Reh an die Kehle, beißt zu, Reh tot. Das fängt nicht erst an, hinten das Reh festzuhalten, beißt ihm ein paar Mal in den Hintern, kriecht dann hoch und beißt dann in die Kehle. Das ist ein altes Gerücht, wie gesagt, absoluter Quatsch. Nach modernsten Erkenntnissen, und deswegen ist sehr, sehr, sehr anzunehmen, wenn dieser Wolf es gewöhnt ist, Beutetieren an die Kehle zu springen und denen die rauszureißen und die Sache jetzt erledigt. Warum sollte er das bei uns irgendwie anders machen? Höchstens, wenn wir ihm vielleicht einen Fuß entgegenstrecken, wenn wir ihm die Hand entgegenstrecken, mit Messer drin zum Beispiel, wäre es zumindest vorstellbar, das kennt man ja auch von Hunden, dass sie dann als erstes einem erstmal in die Hand beißen. Was natürlich von Vorteil wäre, wenn man jetzt zum Beispiel als einzige Verteidigungsmöglichkeit, weil der ganze Prozess der Eskalation schnell gegangen ist, man gar nicht Zeit hatte, sich großen Stock zu suchen oder ein Speer zu schnitzen oder irgendwas, was Feuer macht, herauszukruscheln. Und man hatte vielleicht gerade noch Zeit, sein Messer aus der Hosentasche zu ziehen und jetzt springt einem der Wolf entgegen. Ja, dann kann man auch wunderbar sein Messer vorstrecken, ne? Vielleicht will er da einem in die Hand beißen, aber er sieht diese Klinge nicht. Und er kann mit dieser Klinge nichts anfangen. Und dann reißt er sich an der Klinge halt irgendwas auf. Das langt ihm dann schon. Dann haut er auch wieder ab. Was man ansonsten noch tun kann, wenn er einen wirklich anspringt. So ein Wolf hat eine gewisse Masse. Der schmeißt einen um, mit Sicherheit. So ein Wolf hat auch auerwehtuende Krallen. Das tut auerweh. Viel mehr aber nicht. Der ist jetzt kein Säbelzahntiger oder sonst was mit so richtig scharfen, katzenartigen Krallen, sondern eben nur diese Hundekrallen. Das tut weh.
mehr aber nicht. Man könnte also auch, und das habe ich auch in meinem Kurzvideo, vielleicht, wenn man wirklich nur ein Messer zur Verteidigung hat, sich einfach die Kehle schützen, indem man sowas hier macht. Beispielsweise. Ne? Oder sowas. Oder in irgendeiner Form wirklich einfach sich die Kehle abdeckt, generell einfach die Kehle verteidigt, da wo er mit einem Biss einen umbringen kann. Das sollte man nach Möglichkeit als versuchen zu vermeiden, wenn der einem in den Arm beißt. Der kann so einen Arm auch durchbeißen möglicherweise. Aber das ist alles nicht so schlimm, wie wenn der einem die Kehle rausreißt. Alles nicht schön, aber würde ich strategisch definitiv so vorgehen, dass ich dann diesen hier irgendwie mache, wenn ich wirklich nur ein Messer zur Verteidigung hätte. Feuer, wenn wir haben, anzünden, ganz klar. Pfefferspray, wenn wir haben, in der einen Hand vielleicht hier Pfefferspray, Sprüh, hier nochmal Messer als Backup und in dieser Stellung sozusagen darauf warten, dass er angestürmt kommt. Möglicherweise. Es gibt keine wirklichen Kampfempfehlungen gegen Wölfe. Wer soll da Erfahrung mit haben? Ne? Das ist also demzufolge schwierig, wenn ihr da irgendwelche besseren Ideen habt. Aber ich würde es wahrscheinlich so machen. Wenn ich keinen Speer habe, dann diesen hier. Pfefferspray werde ich im Regelfall auch nicht dabei haben. Ich weigere mich, das aus Wildtiergründen wirklich mit mir rumzutragen. Wenn überhaupt, dann vielleicht lege ich mir wirklich mal so eine Seenotrettungsfackel zu. Das könnte sein, dass ich das mal irgendwann tue. Aber ansonsten, ich glaube sowieso nicht dran, dass das wirklich jemals eskalieren wird. Deswegen wahrscheinlich auch die Seenotrettungsfackel. Eher nicht. Okay, ich muss den Akku wechseln. Damit sind wir auch durch. Entweder gibt der Wolf jetzt auf oder wir sind tot. Die Eskalationsstufen sind jedenfalls vorbei. So, und Akku ist leer. Akkuwechsel, weiter geht's.